Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und zum zweiten Teil der Neuerscheinungen vom Dezember 2018. Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Bald haben wir 2019. Aber bis dahin erscheinen noch ein paar Bücher. Das hier ist der zweite Teil. Und dieser Teil geht vom 10. bis zum 20. Dezember. Und hier erscheinen sehr viele interessante Bücher, auch für mich. Sind da einige Bücher dabei, das zeige ich euch dann am Ende des Videos. Und jetzt zeige ich euch erstmal die Bücher, die erscheinen werden. Viel Spaß dabei! Sie ist eine freundliche Stimme am Telefon. Aber kannst du ihr trauen? Wer die Telefonseelsorge anruft, braucht Hoffnung. Und die Bestätigung, dass das Leben lebenswert ist. Wer Pech hat, wird mit Laura verbunden. Sie redet nicht nur gern mit Menschen, denen es schlechter geht als ihr. Sie verzehrt sich regelrecht danach. Denn Laura will niemanden Mut zu sprechen. Sie will hören, wie die verzweifelten Anrufer sich das Leben nehmen. Als sich seine schwangere Frau Hand in Hand mit einem Fremden das Leben nimmt, bricht Ryans Welt zusammen. Was trieb sie in den Tod? Seine Nachforschungen führen ihn auf Lauras Spur und er beginnt das perfide Spiel zu durchschauen. Ryan ahnt nicht, zu welch drastischen Mitteln sie greifen wird, um ihr Geheimnis zu bewahren. Es gibt zwei Arten von Menschen. Jene mit gewöhnlichem rotem Blut und jene mit blauem. Letztere nennt man Wiedergänger. Das blaue Blut verleiht ihnen besondere Fähigkeiten. Langlebigkeit, übermenschliche Stärke oder außergewöhnliche Schnelligkeit. In manchen Fällen schenkt es ihnen sogar sensorische Kräfte und die Fähigkeit, die Realität zu beeinflussen. Legenden erzählen von 7 blaublütigen Königen, welche die Welt erobern und 1000 Jahre lebten. Nun herrschen ihre Nachkommen im Adel und der Armee. Doch was ist die Wahrheit und was nur Propaganda, um die feudale Hierarchie aufzuerhalten? Nachdem Aolin ihre Eltern verloren hat, muss sie sich allein in einem Stamm bösartiger Barbaren behaupten. Sie träumt davon, in die Welt jenseits ihrer Bergheimat zu entkommen. Die einzige Hoffnung, die Freiheit zu erlangen, besteht darin, das Lied von Uska zu erlernen, die mysteriöse Kraft des magischen Zirkels ihres Stammes. Glücklicherweise scheint Aolin die mächtigste Hexe zu sein, die jemals gelebt hat. Doch die Magie hat ihren Preis. Eddys Fähigkeiten wecken nicht nur das Interesse des brutalen Stammesführers, sondern auch das des Dämons der Berge, der alle jene jagt, die über die Macht des Zirkels verfügen. Aolins Talent macht sie zu einem Signalfeuer in der Nacht. Schleicht der verrückte Stan nachts wirklich durch die Straßen und sucht nach unverschlossenen Türen? Und falls er eine findet, kommt er dann ins Haus? 23 bitterböse Erzählungen des amerikanischen Kultautors. Ich bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe, doch ich musste Alexis finden. Ich wäre sogar bereit gewesen, für meine Schwester zu sterben. Alexis war schon seit 6 Monaten verschwunden. So viel endlose, verzweifelte Tage. Dann traf ich Seth Mayfair, einen der gefährlichsten Männer Seattles. Er erledigt seine dubiosen Aufträge ohne Gewissensbisse. Ich hätte Angst vor Seth haben sollen. Aber als er mir seine Hilfe anbot, konnte ich unmöglich ablehnen. Dieser skrupellose Mann war meine letzte Hoffnung. Nein, ich bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe. Seth. Mein Name ist Lorraine Romera. Sie will, dass ich ihr Held bin. Aber ich bin kein guter Mann. Ich bin ihre Verdammnis. Die 17-jährige Tiana führt ein beschauliches Leben im Schloss von Bel Ennis. In der Prinzessin glüht der Wunsch nach Freiheit und nach Antworten auf Ungereimtheiten, die ihr immer häufiger auffallen. Was ist das geheimnisvolle Land Venturia, über das niemand im Schloss reden darf? Warum ist der König so abweisend, sobald das Gespräch auf Magie gelenkt wird? Doch statt Tianas Fragen zu klären, planen ihre Eltern 6 Bälle, um einen geeigneten Gemahl für ihre Tochter zu finden. Nachdem der erste Ball allerdings vollkommen anders als geplant verläuft, findet sich die Prinzessin auf einmal in einem Strudel aus Ereignissen wieder, der alles, was sie bisher geglaubt hat, als Lüge entlarvt und sowohl ihre Zukunft als auch ihre Vergangenheit in Frage stellt. Als sie von einem Fremden verschleppt wird, ist das nur noch der letzte Windhauch, der ihre heile Welt zum Einsturz bringt. Wird es ihr gelingen, aus diesem Trümmern zu entkommen und herauszufinden, wer sie wirklich ist?
Peng, peng. Zwei nächtliche Schüsse ins Nichts. Zwei Schüsse, die trotzdem alles verändern. Eine junge Familie aus dem Senegal glaubt nicht mehr an das neue Leben in der Fremde. Reuelose Polizisten schlagen nie wieder über die Stränge. Und die uralte Frau in der Seniorenresidenz singt keine Lieder mehr. Berlin, du kannst so grausam sein. Jerusalem J. Schmidt, Leiter der 9. Mordkommission für besondere Fälle, vermutet ein düsteres Kapitel seiner eigenen Dienststelle. Für ihn beginnt alles mit einer rätselhaften Botschaft neben einer Leiche und einem dort, wo die Schüsse fielen und wieder fallen werden. Frank Banter hat sich der Bekämpfung von Cybercrime verschrieben. Doch auch wenn der NATO-Agent nach außen cool wirkt, leidet er auch nach 5 Jahren am Tod seiner Frau Anna, deren Leiche bis heute unauffindbar ist. Ein harmloses Spiel mit einer Livestream-Plattform wird zum Albtraum, als er die totgeglaubte Anna in einem Videostream entdeckt, zusammen mit einem Mann, der sie foltert. Als Banter erfährt, dass Anna nur noch wenige Stunden zu leben hat, muss er sie um jeden Preis finden, unter keinen Umständen darf der Stream abreißen, sonst ist Anna verloren. Melanta Chiri ist eine Kämpferin und sie soll 8 Wissenschaftler auf einer gewagten Expedition beschützen. An Bord des Raumschiffs Nightflyer brechen sie auf, um die rätselhafte Rasse der Vollgrün zu erforschen. Doch sie sind nicht allein an Bord. Als der Telepath des Teams eine seltsame Präsenz an Bord spürt, ist es bereits zu spät. Das Wesen ermordet Melanta Chiris Schützling. Sie ist die einzige, die es aufhalten kann. Doch dafür muss sie selbst am Leben bleiben. Jahrelang hat Grace auf diesen Moment hingearbeitet. Sie hat trainiert, sie hat recherchiert. Jetzt ist sie sicher, dass der alte Mann neben ihr auf dem Beifahrersitz der Mörder ihrer Schwester ist. Carl Lewis Feldman ist Fotograf. Die Frau auf dem Vordersitz behauptet, dass er eine Reihe von Mädchen umgebracht hat, doch er weiß nichts davon, er hat ohnehin kaum mehr Erinnerungen an sein Leben. Je länger der Roadtrip dauert, desto größer werden die Zweifel. Ist Karl ein gebrochen, dementer Mann, dem schreckliches Unrecht widerfährt, oder ist er ein gefährlicher Psychopath, der nun zur Rechenschaft gezogen werden muss? Eine Woche, 10 Schreibtalente und viele Geheimnisse. Das Schreibcamp mitten im Nirgendwo wird für Jungautorin Bianca Steinkamp zum Abenteuer. Nichts anderes taucht in die Buchwelten exzentrischer Künstlerseelen ein und verfällt einen rätselhaften Querdenker. Doch der Weg von Nobody zum Bestsellerautor fordert manchmal extreme Methoden. Und unversehens findet sich Bianca als Spielfigur in einem moralisch zwiespaltigen Experiment wieder. Höchste Zeit für sie, die Hintergründe aufzudecken. Wer zieht welche Fäden? Wo beginnt die Kette der Lügen? Was hat es mit dem psychopathischen Theo auf sich? Wenn Ideen Wellen schlagen, verschwimmen allzu leicht die Grenzen von Realität und Fiktion. In einer badischen Kurstadt wird eine junge Frau im Wald angegriffen. Der Vorfall ist ebenso mysteriös wie die Aussage der Frau, in denen sie den Bürgermeister der Tat beschuldigt. Widerstrebend begibt sich Polizist Felix Wolfer auf die Suche nach der Wahrheit und den Hintergründen der Tat. Und dreht sich zwischen missverständlichen Indizien und kleinstädtischen Verstrickungen im Kreis. Zugleich ringt er mit seinen eigenen Geheimnissen, deren Aufdeckung er um jeden Preis verhindern muss. Denn niemand außer seiner großen Liebe Theresa darf wissen, wer und was er wirklich ist. So, das waren die Neuerscheinungen für Teil 2. Wie ihr gesehen habt, sehr viele Bücher, sehr interessante Bücher dabei, ein paar Folgebände, die auch bestimmt die anderen alle interessieren von euch. Und ich habe mir meine Bücher jetzt rausgeschrieben, die mich interessieren. Wann und ob ich sie lesen werde, werde ich sich zeigen. Ist eine ganze lange Liste. Interessant finde ich Die gute Seele. Das Buch klingt sehr interessant, mit einer Telefonseelsorgerin, die sich an dem Leid anderer erfreut. Sie es mag, wenn die Leute sich umbringen. Sie unbedingt das Geheimnis wahren will. Klingt sehr, sehr spannend, mal etwas anderes. Dann interessiert mich auch Alice hinter dem Spiegel. Ist der zweite Teil von Alice im Totenland. Will ich unbedingt auch lesen. Das heißt im Lucifer Verlag.
muss ich lesen. Dann interessiert mich auch Paper Ghosts, klingt auch sehr interessant, so ein Roadtrip mit einem eventuellen Mörder oder was steckt dahinter. Könnte auch interessant sein. Dann Auf leeren Seiten, ein Buch über einen Schreibkurs mit ganz vielen Autoren, und ich liebe solche Geschichten, wo auch über das Autorenleben geschrieben wird, finde ich auch sehr interessant, und das in einem Thriller verpackt, interessant, oder ein Mystery Thriller. Dann ein Buch, das ich definitiv bekommen werde, Ein Blick in die Hölle, das vierte Buch davon. Ich habe auch die ersten drei Teile, oder ich glaube, fehlt ein Teil dazwischen. Fehlt mir, aber sonst habe ich alle. Ich habe auf jeden Fall den ersten, zweiten. Aber das Buch bekomme ich auf jeden Fall. Und dann interessiert mich auch noch natürlich Fester Verlag, Der verrückte Stan von Richard Layman. Richard Layman muss natürlich bei mir einziehen, weil ich sammle alle Richard Layman Bücher, deswegen muss der bei mir einziehen. Ja, das sind die Bücher, die mich jetzt aus diesem Teil sehr interessieren würden. Welche Bücher davon interessieren euch denn? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und kennt ihr noch Bücher, die erscheinen, die ich vergessen habe? Alles in die Kommentare. Und das war's aber auch schon wieder mit dem Video. Hier findet ihr noch zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich noch tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.